Ich bin die Steffi, ich bin 48 Jahre alt und eine Transfrau. Mir ist beim Bewerbungsgespräch eine Diskriminierung passiert, die mir sehr ins Mark und Bein gegangen ist. Ich wurde gefragt, ob ich im Job nicht als Mann auftreten könnte und das Frausein zu Hause ausleben möchte, so wie wenn das jetzt ein Hobby wäre oder wo man sich aussuchen könnte. Und das ist halt nicht. Und ich hatte leider keinen Zeugen oder Zeugin mit dabei, die mir das bestätigt hätte, weil dann hätte ich anders reagiert. Aber so ist halt nichts passiert. Und das ist das Traurige an der ganzen Sache. Also man ist halt einfach durchgekommen. Vielleicht ein Appell an die Gesellschaft, nicht in Schubladen denken, ein bisschen mehr hinterfragen und zur Not die Person auch selber ansprechen, höflich ansprechen, und dann kann man vielleicht einiges klären, wenn irgendwas zu Irritationen aufkommt, und nicht von Haus aus mutmaßen. Das ist nicht Sinn der Sache. Das würde uns, glaube ich, ganz gut tun, ein bisschen mehr auf uns zugehen und mit uns und nicht über uns sprechen.